Die SPD-Stadtratsfraktion will zur nächsten Stadtratssitzung einen Antrag einbringen, in der eine Neuaufteilung des Straßenraumes in der Sternstraße zwischen der Bölsche Straße und Geißlerstraße fordert. So sollen aus den beiden rechten Fahrspuren Parkflächen entstehen. Der Autoverkehr solle auf den Straßenbahnschienen langführen. Die Grenzen der Parkflächen sollen so markiert sein, dass der ÖPNV ohne Behinderung fahren kann. Aus den bisherigen Parkflächen könnte so eine dauerhafte Außengastronomie entstehen. Dazu erklärt Stadtrat Falko Grube: In der Corona-Krise haben viele Gastronomen wegen der geltenden Abstandsregelungen und der geringen Platzzahl Probleme, ihre Betriebe wirtschaftlich zu betreiben. Da, wo es möglich ist, wird das durch die Erhöhung der Plätze in der Außengastronomie wenigstens zum Teil kompensiert.